Hallöchen, meine Damen und Herren. Seit dem letzten Update kamen sehr viele Fragen auf und vor allem wolltet ihr wissen, was dieses Damage Prediction System ist und ob man das jetzt einschalten soll oder nicht. Genau das und die ultra geilen Networking Updates gehen wir jetzt heute an. Let's go! Morgens sich als erstes so eine Gurke durch den Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Bei dem großen Update von Donnerstag kamen nicht nur Train und ganz viele tolle neue Sachen mit ins Spiel rein, sondern auch das Damage Prediction System. Dazu habe ich ja bereits im Vorfeld viele Videos gemacht, weil man immer wieder Schnipsel davon gefunden hat und man überlegt hat, oh, geht das in Richtung Anti-Cheat oder was ist das genau? Dieses Damage Prediction System umgeht, wenn man es auf Ja stellt, mehr oder weniger den normalen Ablauf des Schießens. Im Normalfall ist es wie folgt: Du schießt und dieser Schuss geht an den Server. Der Server schaut, wo geht der Schuss hin und wer ist da gerade in dem Moment halt in der Nähe. Passt es? Könnte das ein Treffer sein? Ja, das ist ein Treffer, sogar ein Headshot, wow. Und dann schickt der Server die Information zurück an dich und dann plupp, fällt der Gegner bei dir um. Und bei dieser Berechnung, bei diesem gesamten Ablauf, kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn dein Ping oder deine Connection sehr schlecht ist, dann kann es da zu Schwierigkeiten kommen. Oder wenn die Connection des Gegners sehr schlecht ist und der Server ganz genau gucken muss, war der Gegner gerade da, wo du hingeschossen hast? Oder ist er schon weiter weg geleckt, wie auch immer? Also ne, stimmt das alles? Und wenn diese Probleme auftreten, du zum Beispiel einen hohen Ping hast, dann kommt es mitunter zu diesen merkwürdigen Schüssen. Du erschießt einen und drehst dich mehr oder weniger schon wieder weg und erst dann fällt der Gegner um, so eine halbe Sekunde später. Wenn du beim Senden der Information zu langsam bist, also dein Upload nicht ausreicht, oder beim Empfang der Download nicht richtig läuft, dann kann es eben zu solchen Problemen kommen. An dieser Problematik wurde bereits gearbeitet, und zwar bei dem Update, das vor dem Train-Update kam. Das war so ein bisschen unbeleuchtet, da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt kommen wir direkt zur Frage, soll ich das hier anmachen oder eben nicht? Bringt mir das was? Und warum ist eigentlich der letzte Punkt an und der Rest nicht? Ich zeige euch erstmal, was das optisch macht. Und optisch ist ja wirklich das passende Wort. Es geht ja hauptsächlich um visuelle Effekte, auch im Audio, aber vor allem um das, was du siehst. Ich versuche euch eben mal einen Headshot hinzuzaubern. Und zwar, wenn ich jetzt hier einen headshotte, dann, habt ihr es gesehen, fliegt er sofort um. Ich weiß nicht, ob man es gescheit gesehen hat, warte mal. Man sieht es, glaube ich, nicht so richtig. Beziehungsweise den Haupteffekt, den sieht man schon. Oder da ist einer. Ja, also worauf es ankommt. Der Gegner fällt sofort um. Ihr habt also hierdurch dieses crisp, clean Feeling, das alles instantly connected. Wie man es unter anderem von Go gewohnt war. Das hört sich also erstmal gut an. Man könnte meinen, ach ja Mensch, dann mache ich das doch an. Aber nein. Ich kann euch nur empfehlen, das auszumachen. Denn erstens habt ihr nicht immer einen guten Ping. Hier ist das System aber so schlau, dass es sich selbst ausschaltet, wenn du einen hohen Ping hast. Aber wenn du einen annähernd hohen Ping hast, nicht so hoch, dass es sich ausschaltet, aber schon so hoch, dass es kacke ist, dann kommen sehr merkwürdige Sachen zustande. Hierzu gibt es auf Reddit ein sehr gutes Video, das ihr mir geschickt habt, das das sehr, sehr schön zeigt. Ihr seht hier einmal die, Pros. Und zwar hast du halt hier ein sehr schönes, cleanes Feeling. Und jetzt kommen die Cons. Und das ist wirklich höchst kock. Passt mal genau auf, ich weiß nicht, ob man das hier mit der Pixelierung sieht, aber er drückt dem Knillchen Headshot und du siehst den Headshot. Ich sollte vielleicht auch mal laut machen, ich Dummbatz. So, du siehst den Headshot und hörst auch den Headshot-Sound. Visuelle und auditive Effekte sind da, aber der Shot hat nicht gezählt. Und dass das hier passiert, ist keine Seltenheit. Und das ist natürlich unfair, weil es fühlt sich so an, als würdest du den Kill geklaut bekommen. Ne, er war drauf. Der Headshot ist reingegangen, zack, bumm. Aber leider ist im Hintergrund irgendwas schiefgelaufen. Sein Ping war vielleicht zu hoch, der Ping des Gegners war zu hoch, er war noch in der Bewegung und hat vielleicht deswegen daneben geschossen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Variablen. Das System sagt dir aber, ja gut, das war wahrscheinlich drauf, bupp. Und dieses wahrscheinlich ist ja auch passend, denn es ist nun mal eine Vorhersage, eine Prediction. Dieses System sagt mehr oder weniger die Zukunft voraus. Und der Server rechnet trotzdem alles durch und sagt dann am Ende, ja, hat gepasst, okay. Oder eben nicht. Und dann kann es dazu kommen, wenn du alles anhast, dass der Gegner sogar vor deinen Augen kurz stirbt, aber doch noch lebt. Und das ist hier in-game auch sehr gut beschrieben bei Predict Kill Ragdolls. Und zwar verwandelt sich dein Ziel sofort in eine Ragdoll, also in eine Puppe, also fällt halt in sich zusammen, wenn ein Kill predicted wird. Aber wenn der Kill so nicht stattgefunden hat, steht er praktisch sofort wieder da. Warum ist dieses Feature also trotzdem an? Man kann hier mehr oder weniger von einer Abfolge sprechen. Ein Bodyshot sowie die Headshots erfolgen meistens, bevor jemand dann als Puppe zusammenfällt, also zur Leiche wird. Darum sind diese Sachen auf jeden Fall auszuschalten. Also ich würde es auf jeden Fall ausschalten. Dieser letzte Punkt ist weniger tragisch, denn wenn es dann schlussendlich soweit ist, dass jemand tot ist, dann ist er in den, ich sag mal, in 99,99% der Fälle auch tatsächlich tot. Bei mir ist das jetzt, seitdem es an ist, ich bin jetzt seit Donnerstag damit unterwegs, also ein Stream lang, 8 Stunden lang, habe ich das kein einziges Mal gehabt in diesen 8 Stunden, dass ich jemanden gekillt habe und der für eine Viertelsekunde zu der Puppe wird und dann wieder aufsteht. Wohingegen sehr viele berichten, dass diese Bodyshots und Headshots
mitunter sehr unakkurat sind. Vor allem dann, wenn deine Verbindung, Upload wie auch Download, nicht die beste ist. Und natürlich auch, wenn die Verbindung des Gegners nicht perfekt ist. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist Folgendes. In den letzten paar Wochen wurde extrem viel am Networking gearbeitet. Man hat es immer wieder gesehen, in öffentlichen Update-News, aber auch hinter den Kulissen wurde das Networking bearbeitet, die Hit-Detection und so weiter und so fort. Bereits nach dem Update von letzter Woche Donnerstag gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, CS2 fühlt sich jetzt wieder genauso responsive und crisp an wie CSGO damals. Und dem kann ich nur zustimmen. Die Damage Prediction ist nicht notwendig, zumindest für mich. Die, die gestern im Stream mit dabei waren, haben erlebt, wie ich auf Train bestimmt 4-mal, vielleicht sogar 5-mal nach gewissen Shots gesagt habe, oh mein Gott, wie geil sich das jetzt endlich wieder anfühlt. Also vor allem gestern ist es mir im Besonderen aufgefallen, obwohl ich die Damage Prediction aushabe, bis auf diese Ragdoll-Geschichte. Es fühlt sich so clean an, man trifft instantly. Meine Antwort auf die Frage, soll ich Damage Prediction also nun aus- oder einschalten, ist folgende. Die ersten beiden Punkte aus, der letzte Punkt an. Dass die Volvos sowas überhaupt hinzugefügt haben, ist sehr, sehr nice. Also die Gedanken, die damit eben einhergehen, sehr schön, dass die Volvos daran arbeiten. Das hast du, glaube ich, in so gut wie keinem anderen Spiel mehr, ist so zumindest keins auf Anhieb bekannt. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, ist Folgendes. Und das ist für mich wirklich ein riesen Update gewesen. Dieses Update kam am Dienstag, also 2 Tage vor dem großen Train-Update. Und hier ging es um die Netzwerkgeschichte und Telemetrie. Des Weiteren haben sie einen mega fetten Text geschrieben, wie Network Quality überhaupt ausgelesen wird. Was auch, also ich finde es einfach krass, dass sie uns sowas mitteilen. An sich interessiert es den Otto-Normal-Jürgen so gut wie gar nicht. Vor allem den, der sowieso keine Network-Probleme hat. Aber für jemanden wie mich, der mit Starlink arbeitet und gerade mit Netzwerk halt immer wieder Probleme hat, ist das Gold. Wir gehen aber erstmal hoch, um von oben nach unten dann gehen zu können. Hier gab es unter anderem den Fall, dass während des Sprays die Lag Compensation dein Buffering, also diese Pakete, die wir mitunter einstellen, hier diese Geschichte mittlerweile übrigens mit einem Tick bezeichnet, nicht mehr einem Paket, dass das nicht beachtet wurde, während du am Sprayen warst. Das ist jetzt gefixt. Und der zweite Punkt bei Network ist auch sehr nice. Und zwar wurde die Taktsynchronisation angepasst, dass wenn du einen Downstream-Jitter-Burst hast, dass damit eben gearbeitet werden kann. Also wenn dein Jitter plötzlich im Downstream, im Download ansteigt, dann kann damit jetzt besser gearbeitet werden. Und ich vermute, das hier hat für mich mein Gameplay um viele Prozente verbessert. Ich will jetzt nicht sagen um 100%, aber um fast 100%. Und ich erkläre euch warum. Wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich doch sehr oft darüber geklagt, dass mein Charakter manchmal einfach irgendwo hinläuft, obwohl ich da gar nicht mehr hindrücke. Das hatte ich vor allem sehr oft hier auf Inferno Banane. Ich möchte hier runterpieken und mache so ein Jiggle. So ein Jigglerig so ein bisschen. Also DA, DA, DA. Und dann gab es die Fälle, da habe ich mitunter oben links auch diese rote Nachricht gehabt, Slow Server Frame oder wie sie heißt. Da läuft mein Knilch nicht so, sondern er macht den hier. Und natürlich drücke ich nicht einfach D wie so ein Bekloppter die ganze Zeit, sondern ich mache wie immer DA und er lässt aber A nicht zu und läuft einfach immer weiter. Und natürlich merke ich ungefähr dann hier, dass ich zu weit bin und hämmer auf A. Aber er nimmt es nicht an. Diese Verzögerung, dieses komische Laufen hatte ich leider extrem oft. Also in meinen Streams, da spielen wir meistens so 8 Stunden Counter-Strike. Da habe ich das 5 bis 10, vielleicht 15 Mal über diese 8 Stunden hinweg. Manchmal sogar öfter. Und es ist nicht immer nur dieses, dass eine Taste weitergedrückt wird. Manchmal werden Tasten auch zu spät gedrückt. Zum Beispiel will ich einfach sowas machen. So ein Jump. Und meiner macht aber so. Und ich stehe da und im Stream denken alle, ich bin ein Dödel. Auch beim Hochspringen kam es schon dazu, dass ich so laufe und dann so mache. Obwohl ich es logischerweise nicht mache. Der nimmt dann einfach die Leertaste viel zu spät an. Diese Problematik ist seit dem Update vom Dienstag nicht mehr vorhanden. Also bei mir zumindest. Ich habe am Dienstag und am Donnerstag im gesamten Stream kein einziges Mal diesen Scheiß gehabt. Und das ist für mich, ich hoffe, es ist zu verstehen, eine riesige Quality of Life, super duper plus Sache. Ich gehe stark davon aus, dass das hiermit kam oder eben bei Network Updates, die sie nebenbei noch gemacht haben. Es wurde nebenbei noch sehr viel gemacht, das hier nicht drin steht. Es kann sein, dass es da auch einfach mit dabei war. Des Weiteren wurde hier bei Telemetrie die Methode geändert, wie man die Network-Qualität misst. Dadurch haben wir auch ein neues Setting bekommen und zwar kannst du die rohe Netzwerkqualität die jetzt anzeigen lassen, wenn du hier auf Always gehst und siehst jetzt hier oben rechts im Bild ganz genau, was abgeht. Dein Ping, dann Miss, Loss und Jitter. Du kannst dir mit diesen Settings jetzt also ganz genau angucken, wo es bei dir hapert. Finde ich auch sehr sweet, dass sie uns immer mehr Diagnosetools zur Verfügung stellen. Und der Punkt hier unten ist, wie gesagt, für die, die es interessiert, für die Technik-Cracks halt sehr interessant. Und zwar haben sie die Methode geändert, wie sie überhaupt schlechte Netzwerkqualität
messen oder vielmehr feststellen. Vor dem Armory Update gab es zwei Faktoren, an denen sie schlechte Pakete bemessen haben. Erstens, wenn das Paket gedroppt wurde, also fallen gelassen wurde, wenn es einfach weg war. Oder zweitens, wenn das Paket nicht in der richtigen Reihenfolge ankam und das Ganze auch nicht repariert wurde, auf einer gewissen Ebene. Das Ganze so zu messen war aber nicht sinnvoll, und zwar aus diesen Gründen. Erstens, einige von diesen falsch ausgelieferten Paketen wurden als schlecht geflaggt oder gezeichnet, obwohl sie überhaupt nicht negativ auf das Gameplay eingeschlagen haben. Dein Gameplay war also unbeeindruckt, du hast davon gar nichts gemerkt und trotzdem wurde dir angezeigt, oh, da stimmt was nicht. Das war vor allem ein Problem bei den Paketen, die in der falschen Reihenfolge kamen. Und zweitens, Pakete, die wegen Jitter zu spät ankamen und deswegen dein Gameplay negativ beeinflusst haben, wurden wiederum nicht als schlecht gekennzeichnet. Und das ist natürlich blöd. Wenn dein Gameplay wirklich beeinflusst wird, dann wird es nicht anerkannt. Und wenn dein Gameplay überhaupt nicht beeinflusst wird, dann heißt plötzlich, oh, oh, Vorsicht. Nachdem sie sich an die Fehlerbeseitigung bei Gameplay von Leuten gesetzt haben, die eben Probleme haben, haben sie festgestellt, dass Jitter Probleme bei Spielern erzeugt, die eigentlich der Meinung sind oder im Glauben sind, dass ihr System oder ihr Netzwerk vielmehr sehr gut funktioniert, weil sie zum Beispiel auch kein Packet Loss haben. Um diese Spieler dann in Kenntnis zu setzen, dass möglicherweise Jitter daran liegt, dass ihr Gameplay irgendwie nicht so richtig schön smooth funktioniert, haben sie am 2. Oktober mit dem Armory Update etwas Neues eingeführt. Seit diesem Update zählen Pakete erst dann als schlecht, wenn sie verschwunden sind, also gedroppt wurden, verloren gegangen sind, wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge rumgekommen sind und wenn die Pakete eine gewisse Jitter-Schwelle erreicht oder überschritten haben. Das hat aber dann dazu geführt, dass bei vielen diese Jitter-Anzeige komplett durchgedreht ist. Leider war also diese neue Variante, die sie eingeführt haben, auch nicht fehlerlos. Die Source 2 Engine fügt automatisch Puffer hinzu, um Jitter auszugleichen. Für viele Spieler reicht bereits diese Pufferung aus. Es konnte aber dazu führen, dass der Indikator trotzdem angezeigt hat, da war was schlecht, also die Pakete waren irgendwie kacke, obwohl sie überhaupt nicht schlecht waren, beziehungsweise das Gameplay nicht negativ beeinflusst haben. Und das ist wiederum halt auch blöd, ne? Weil du denkst, oh, irgendwas stimmt nicht, obwohl gar nichts nicht stimmt. Und jetzt, long story short, kommen wir endlich zu der Conclusion. Und zwar, seit dem heutigen Update ist es so, dass die Netzwerkqualität nur dann als schlecht angezeigt wird, wenn sie wirklich einen negativen Einfluss auf dein Gameplay hat. Wenn dein Netzwerk ein bisschen schlecht ist, aber das Gameplay 1:1 immer noch perfekt läuft, dann wird dir das nicht mehr angezeigt als schlechtes Netzwerk gegruschelt. Und ich wiederhole nochmal, ich finde es sehr nice, dass sie uns sowas mitteilen, dass sie diese Dinge, die sie im Hintergrund eben machen, uns zeigen und sagen, guck mal da, wir sind jetzt gerade, ne, wir sind über diesen Fehler auf diesen Fehler und hin und her und jetzt sind wir so weit und schaut es euch an. Damit wir wiederum eben auch besser nachvollziehen können, was uns da angezeigt wird, diese roten Nachrichten und dieses Gejittere und dieses und jenes. Also von meiner Seite aus, doppelt Daumen nach oben an die Volvos, vielen, vielen Dank dafür. Zu dem restlichen Kram komme ich dann noch in einem extra Video. Es gibt sehr viel nachzuholen, weil ich eben einen Tag komplett ausgefallen bin wegen meiner Erkältung. Ist aber nicht weiter schlimm, ich weiß ja, dass ihr auf mich wartet, danke dafür. So, jetzt machen wir noch ein Giveaway und dann gehen wir wieder in den Stream heute Abend, 20 Uhr geht's wieder weiter. Denkt dran, dass es aktuell auf Twitch das Glove Giveaway gibt, also schön rankommen und mitmachen. Hier auf YouTube haben wir jetzt noch einen Desert Eagle Tilted aus der Overpass 24 Collection raus. Das Teil könnt ihr sehr einfach gewinnen, und zwar schreibt ihr in euren Kommentar bitte Folgendes hinzu. Findet ihr auch, dass jetzt, seitdem Train eben da ist, Train die schönste Map ist, die wir aktuell im Pool haben, also die visuell schönste Map. Für mich wirkt sie auf jeden Fall durch die Überarbeitung, die Wassereffekte und so weiter und so fort, die ganze Nässe, als die Map, die im Moment grafisch am besten dasteht. Wie ist das für euch? Schreibt sie in die Kommentare und seid automatisch mit beim Giveaway dabei. Ich ziehe jetzt durch, gleich geht's wieder in den Stream, wie gesagt, heute ab 20 Uhr. Wir sehen uns dann dort. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Und bis gleich. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.